Moin Moin und herzlich willkommen zu einem Unboxing-Video. Ja, ist schon ein bisschen her, aber wir machen jetzt nochmal ein kleines Unboxing direkt vorm Sommerurlaub noch, damit ihr noch ein bisschen was zu gucken habt. Denn der Krawattennadel, der gute Manuel, hat mir was zukommen lassen. Ein kleines Päckchen hat er auch per E-Mail vorher angekündigt und hat auch gesagt, dass er sich sehr über ein Unboxing freuen würde. Da sage ich natürlich nicht nein, mache ich natürlich gerne, klar. Und ich weiß aber überhaupt nicht, worum es geht. Ne? Er hat mir auch keine Tipps gegeben. Ich bin also sehr, sehr gespannt. Wir gucken einfach mal rein. Also, ich weiß ja nicht, ob ich es schütteln darf. Ich bin ja immer so eher einer, der will mal wissen, was da drin ist und raten. Es könnte irgendwie ein Film oder ein Spiel sein. Sowas in der Art sollte es wahrscheinlich sein. Mal gucken. Wir sehen es. Ich mache jetzt hier auf. Ich habe mich natürlich hier ausgestattet mit meiner tollen Schere. So. Und ich werde mal ganz kurz gucken, ob da vielleicht noch ein Brief oder eine Karte drin ist. Ich fasse mal vorsichtig rein. Es ist was Eingeschweißtes, auf jeden Fall irgendwas Neues. Es ist ein Zettel dabei. Der klebt da drauf. Ich weiß es nicht. Soll ich es direkt nehmen? Ich gucke jetzt mal rein. Oh. Oh nein. Dankeschön. Das ist ja geil. Oh, ist das geil. Woher weiß er das denn jetzt? Manuel, woher weißt du das denn jetzt? Das gibt's doch nicht. Es ist... Nein. Du verfolgst doch gar nicht die Streams, glaube ich, so extrem bei mir und so. Ihr wisst, ja. Moin Alex, ich wünsche dir viel Spaß mit dem Spiel. Wir hatten noch im Stream drüber gesprochen, gestern. Ich weiß nicht, wann ich das Video hochlade. Grüße Manuel. PS, der zweite Jurassic World gefiel mir besser als der erste Film. Oh. Manuel, da muss ich leider sagen, der zweite gefiel mir überhaupt nicht. Sage ich gleich gerne noch was zu, aber erstmal will ich es... Leute, ihr wisst jetzt schon, was es ist, ne? Ich hab's jetzt tatsächlich. Für die PlayStation 4 Jurassic World Evolution ist mein. Wie geil ist das denn? Oh, ich wollte ja unbedingt gerne ein Let's Play davon machen und jetzt habe ich das Spiel tatsächlich, weil ich wollte es mir momentan erstmal nicht leisten, weil es ist momentan nicht drin. Ich hatte ja gestern schon gesagt, Urlaub steht an und ich spare momentan jeden Cent und jetzt kriege ich Jurassic World Evolution geschenkt. Vielen, vielen Dank. Oh, das ist ja klasse. Da freue ich mich wahnsinnig drüber, weil ich kenne das Spiel bereits, weil meine Freundin, die Steffi, hat das auf Steam für PC und da habe ich jetzt schon ein paar Abende mit ihr zusammen dran gesessen. Also sie hat gespielt und ich habe dann über Skype zugeguckt und versucht, Ratschläge zu geben, die aber nicht gut waren. Aber es ist auf jeden Fall ein richtig geiles Spiel und ich freue mich da wahnsinnig drüber. Und oh, das ist toll. Sehr, sehr geil. Ja, also da wird auf jeden Fall ein Let's Play zu kommen. Ich weiß noch nicht, in welcher Form ich das machen will. Es ist natürlich sehr viel mit Freischalten und so, könnte viel Offscreen-Arbeit beinhalten. Das ist das Problem. Ich weiß noch nicht, ob ich da vielleicht ein Stream-Projekt draus mache, ob ich da ein Let's Play-Projekt draus mache. Ich werde mir jetzt während des Urlaubs Gedanken machen, wie ich euch dieses Spiel präsentieren werde, weil ich will es auf jeden Fall spielen, weil das Spiel ist richtig, richtig gut. Es ist toll. Genau wie Operation Genesis, nur halt besser, neuer, moderner und mehr. Das ist, so kann man eigentlich so zusammenfassen. Richtig geil. Ja, aber ich muss trotzdem auch kurz was zu dieser Aussage loswerden, Manuel. Dass dir der zweite Film besser gefällt, das tut mir leid. Weil ich liebe Jurassic Park, das ganze Universum. Ne? Ich bin mit dem ersten Teil als Kind groß geworden, wie sonst was. Ich kann den mitsprechen teilweise. Also ich kann den fast auswendig mitrattern, wenn ich einen Satz höre. Das merkt ihr ja auch immer wieder in irgendwelchen Projekten. Bei Uncharted zum Beispiel haue ich sehr oft Jurassic Park-Zitate raus. Und ja... Wenn man wirklich so ein Dino-Fan ist und sich an den Dinos erfreuen möchte und so, dann ist der fünfte Teil, also der Jurassic World 2, das gefallene Königreich, leider grottig. Muss ich leider sagen. Also der erste Jurassic World 1, der war super, weil das eine komplette Hommage an den ersten Teil war, an Jurassic Park. Und da ging mein Herz drin auf, weil der so gut war. Der war einfach so gut. Der zweite Teil ist einfach nur noch düster, traurig. Ich meine, es gibt auch keine wirklichen schönen Dino-Szenen. Am Anfang gab es irgendwie kurz einen Brachio, der da mal gezeigt wurde. Aber ansonsten hast du eigentlich die ganze Zeit nur leidende Dinos, Dinos, die getötet werden, die gequält werden. Da ist nichts mehr Schönes dran an dem Film. Dann haben sie noch wieder so einen pseudo-gezüchteten Raptor dazu geholt, so einen Indoraptor da und der sah auch, weiß ich nicht. Also irgendwie fällt denen da nichts mehr ein und es musste anscheinend irgendwie brutal werden. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Ich finde den zweiten Jurassic World Film richtig schlecht. Ich werde mir zwar irgendwann mal holen auf DVD, damit er in die Sammlung kommt, aber das ist leider, muss ich sagen, mit Abstand der schlechteste Teil der Jurassic Park-World-Reihe. Ist leider meine Meinung.
weiß ja nicht, ihr könnt ja gerne eure Meinung schreiben, aber darum geht's ja gar nicht. Also vielen, vielen Dank, lieber Manuel, für dieses geile Spiel. Das hat mir eine Wahnsinnsfreude gemacht. Auch so passend vorm Urlaub und genau rechtzeitig, weil ich halt bestimmt auch überlegt hätte, wenn ich es jetzt irgendwo im Urlaub vielleicht günstig irgendwo gesehen hätte, hätte ich vielleicht noch immer den Gedanken gespielt, oh, holst du es dir vielleicht doch. Und jetzt habe ich es geschenkt bekommen. Vielen, vielen Dank. Hast du mir eine Riesenfreude mitgemacht. Und da wird auf jeden Fall ein Let's Play zu kommen, das verspreche ich hiermit. So, ja. Das war's. Also, falls ihr mir auch was zukommen lassen wollt, dürft ihr das natürlich gerne tun. Es muss nicht sowas Teures sein. Ihr könnt auch alte Spiele, die ihr rumliegen habt, die ihr nicht mehr haben wollt. Gerne auch Super Nintendo Spiele. Ich betone ich immer gerne wieder, weil da habe ich halt noch nicht so viele und da hätte ich ganz gerne auch ein paar. Und die kriegt man nicht so oft. Und wenn ihr noch was rumliegen habt, dann gerne her damit. Auch NES-Spiele oder sowas. So alte Konsolendinger. Gerne. Ja. Dann schreibt mir einfach eine PN und dann kann ich kurz gucken, wer ihr seid, damit ich nicht einfach so meine Adresse rausrücke. Da will ich auch schon gucken, dass ihr vernünftige Menschen seid. Und das seid ihr aber in der Regel ja alle. Alle, die mir bisher was geschickt haben, waren alles sehr, sehr nette Leute. Wird aber wahrscheinlich kein Unboxing mehr vor dem Urlaub kommen. Also ihr könnt gerne schon was schicken oder so, aber ne, wie gesagt, das liegt jetzt erstmal rum. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt noch einmal einen schönen Urlaub, denn ich bin ja auch erstmal ein paar Wochen weg. Und wir sehen uns dann in alter Frische wieder. Jetzt hakt die Kamera noch. Okay, ich mach schnell Schluss. Tschüss, euer Alex sagt ciao. Und danke, Krabbenadel. Ja.